Ja, hallo Osnabrück. Ich habe gestern in Münster gestanden und Hallo Münster gerufen. Diese beiden Städte verbindet ja einiges, im Fußball nicht ganz so viel oder noch nicht, aber historisch natürlich die gemeinsame Geschichte, insbesondere bei dem Entstehen des Westfälischen Friedens. Und Christoph hat das schon erwähnt, das ist etwas, an das wir hier heute erinnern, denn heute, beziehungsweise ja doch heute vor 372 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, ist der Frieden von Münster und Osnabrück verkündet worden. Und dieses Ereignis nehmen wir zum Anlass, das ist eben auch schon vorgetragen worden von Olli, die beiden Städte, die beiden verantwortlichen Räte, die Oberbürgermeister aufzufordern, sich an diese friedensstiftende Tradition zu erinnern. Angelika hat gerade vorgetragen, welchen Wert Meditation in einem solchen Prozess haben kann, unterschiedliche Sichtweisen zueinander zu bringen. Natürlich ist uns klar, dass das voraussetzt, dass man vernunftbegabt und vernunftfähig ist, in dem Maße, dass man Angst schon kontrollieren konnte. Vorher ist das natürlich schwierig. Wenn man Angst hat, einem Ertrinkenden zu sagen, du pass mal auf, lass uns mal gerade diskutieren, du hast ja gar kein Problem, du musst einfach nur die Arme und Beine in entsprechender Bewegung führen, dann wirst du nicht ertrinken. Das ist nicht möglich, der hat Todesangst und der wird dann gar nicht in der Lage sein, sich auf so ein solches Verfahren einzulassen. Das heißt, das Thema Angst ist etwas, was uns hier natürlich auch enorm belastet. Und diese Angst ist geschürt worden. Und die erste Forderung, die ich hier heute erhebe, ist, diese Angst, diese Panikmache endlich zu beenden. Ich sage das mit vollem Verständnis dafür, dass man Angst haben konnte. Ja, es wurde gesagt, es kommt ein Erreger und der ist neuartig, der ist besonders infektiös, der ist besonders gefährlich. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und da als politisch Verantwortlicher zu sagen, besser erstmal alle in Deckung, schottendicht und in Quarantäne gehen oder in Lockdown gehen, kann ich nachvollziehen, möchte ich ausdrücklich hier nochmal betonen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass wir nach so vielen Monaten, jetzt sind es 8 Monate, die wir uns mit diesem Virus jetzt auch auf der ganzen Welt sehr gut auskennen, in denen zuletzt jetzt immer deutlicher die Statistiken, die harten, belastbaren Daten kommuniziert worden sind, auch von der WHO, die anfänglich verantwortlich dafür war, dass sie die Pandemie ausgerufen hat, die jetzt zugibt. Der Leiter des Notprogramms, auch für Covid, Michael Ryan, hat gesagt, die WHO geht von 10% Infizierten weltweit aus. Das macht nach Adam Riese 780 Millionen Infizierte. Bei 1,2 Millionen Toten kommen wir ungefähr bei einer Sterblichkeit von 0,12 bis 0,2% heraus. Das ist nicht das Killer-Virus und das ist eine Erkenntnis, die die Politik berücksichtigen muss. In dieser Situation jetzt weiter Angst zu schüren, wie es auch jetzt hier die Verantwortlichen in Osnabrück tun, indem sie auf dem Inzidenzwert herumreiten, ein Inzidenzwert, der vollkommen unwissenschaftlich ist, der rein politisch entstanden ist, ist verantwortungslos. Lieber Herr Bujara, Sie sind der Leiter des Gesundheitsdienstes der Stadt und Landkreis Osnabrück. Ich möchte Ihnen jemanden vorstellen. Wahrscheinlich kennen Sie diesen Namen schon. Wahrscheinlich wird er Sie auch inzwischen im Schlaf verfolgen. Der Name ist Dr. Friedrich Pürner. Und der Dr. Pürner ist Mediziner wie Sie und er ist Epidemiologe. Ich weiß nicht genau, Herr Bujara, ob Sie Epidemiologe sind. Aber Herr Dr. Pürner hat den Mut, sowohl loyal als Beamter zu sein, als auch offen aus seinem Gewissen und aus seiner Fachkenntnis zu sprechen. Und ich möchte auch die hier anwesenden Polizisten und Polizistinnen ansprechen und auch Sie auffordern, Ihre Verantwortung zu erkennen, offensichtliches Unrecht und offensichtliche Unverhältnismäßigkeit in Ihr Handeln und in Ihr Handeln, in Ihre Haltung gegenüber Ihren Dienstherren einzubeziehen. Sie haben eine Remonstrationspflicht in dem Moment, wo Ihnen erkennbar wird, dass unverhältnismäßig in Grundrechte eingeschritten wird. Dr.
Karl Friedrich Pirner. Also wir reden jetzt hier, wir stehen hier mit Masken. Ich bin befreit. Aber ihr steht hier mit Masken, weil es einen Inzidenzwert gibt, der in Osnabrück jetzt einen Anführungszeichen Hotspot hat entstehen lassen. Dieser Hotspot bezieht sich einzig und allein auf das Ergebnis von PCR-Tests. Darüber möchte ich heute gar nicht mehr groß sprechen. Das haben wir jetzt vielfach auch thematisiert, wie fragwürdig diese Ableitung ist, da der Test nicht Infektiosität und Gefahr signalisiert, sondern nur das Vorhandensein einer bestimmten Nukleinsäure. Aber diese Werte von positiven Testergebnissen, von Anführungszeichen Infektionen, sind die Grundlage für diesen Notstand hier jetzt bei uns, der euch dazu zwingt, nicht saubere Luft einzuatmen, nachdem ihr eure verbrauchte Luft abatmen konntet. Ihr habt immer noch einen Rest von verbrauchter Luft unter dieser Maske und das ist gesundheitsschädlich. Und der Inzidenzwert, den hat der Dr. Pirner in seinem Interview gestern mit seiner Zeitung, Eichracher Zeitung, das ist die Zeitung in dem Landkreis, in dem er tätig ist, da ist er gefragt worden, was würden Sie vorschlagen zum Inzidenzwert, der nicht tragfähig ist. Er sagt dann wörtlich, in den vergangenen 7 Tagen haben wir 82 positive Fälle übermittelt bekommen. Das war der 16. bis der 22. Oktober. Davon gaben 18, von 82 gaben nur 18 Symptome an. Von diesen 18 hatten 16 allgemeine Krankheitszeichen wie Husten, Schnupfen, Fieber. 2 weitere Fälle mussten oder werden stationär im Krankenhaus aufgenommen, ohne intensivmedizinische Behandlung. Der Rest ist bayerisch pumperl gesund. So, 82 ist dort der Wert. Auch dort ist rot, Alarmstufe rot. Jetzt wird es demnächst rot-rot. Weil man natürlich davon ausgehen kann, dass dieser hochsensitive Test weitere positive Ergebnisse ausspucken wird und damit dieser Inzidenzwert innerhalb von 7 Tagen nie wieder unter 50 fallen wird und deswegen so ein Wahnsinn angeordnet wird, was Wirtschaft und Bürger gleichermaßen betrifft und die Bürger vor allem gegeneinander aufhetzt. Und deswegen sind wir dazu da, diese Friedensaufforderung nochmal zu artikulieren. Denn der Inzidenzwert, das sagt auch Herr Dr. Pirner, noch einmal ganz klar, was sagt der Inzidenzwert? Gar nichts. Unternehmen müssten wir nur etwas, wenn die Zahl der Schwerkranken signifikant ansteigen würde. Das ist derzeit nicht der Fall. Nach allem, was mein Kenntnisstand ist, ist das auch in Osnabrück nicht der Fall. In keinem der Krankenhäuser sind die kritischen Werte auch nur ansatzweise erreicht. Und deswegen haben Sie, alle Beamten im Staatsdienst, die Pflicht, diese Erkenntnisse selber zu prüfen und ihr Handeln im Hinblick auf Anordnungen des Dienstherrn daraufhin abzustimmen. Und ich fordere Sie darauf auf, tun Sie das bitte und tragen Sie nicht dazu weiter bei, dass sich Angst verstetigt und dass sich Panik weiter verbreitet. Lasst uns Frieden machen. Applaus